ein Wunder, dass ich so eine Polizeistation geschafft habe. Bei meinem ersten Testrun mit der Tastatur auf normal hab ich es schon nicht bis zur Polizeistation geschafft. Also, wir machen hier stetig Fortschritte. Und, hast du schon eine Idee, wo du das erste Mal speichern willst? Ich kann jetzt so oft speichern, wie ich witzig bin. Also, sagen wir mal so, ich spiele jetzt nicht auf Ranking, deswegen kann ich ein bisschen öfter speichern. Ja, eben, ja, ich meine nur. Weißt schon, wo du das erste Mal speichern willst? Ich guck mal. Ich schau mal. Erstmal so ein bisschen was hier weglegen. Hey, das Supermesser, leg es nicht weg. Boah, doch, das hilft mir bestimmt voll. Ja, nur 30 Stiche in den Kopf. Ja. So, die Dokumente werden wir verlinken. Ansonsten. Auf Deutsch wahrscheinlich. Also, ansonsten, wer es lesen möchte, macht einfach Pause. Der Code hier 2236. Da kommen wir später noch drauf. Genau. Und ähnlich wie Jill hat auch diese Frau wieder einen Lockpick. Und das verschafft uns einen First Aid Spray. Was wir auch. Oh, damit. Thank God! I almost got interested. Ja? Dann kannst du erstmal aufatmen mit dem Ding. So. Tada! Ich meine, an dem Licker kann ich noch zur Not vorbeirennen. Warte, wenn wir das durch haben, haben wir das schlechteste Ranking, was wir hier je hatten. Ja. Außer ganz am Anfang, wo wir das erste Mal gespielt haben. Dam, dam! Dam! So. Dazu habe ich eine lustige Geschichte. Please share it with us. Erzähl. Okay. Das war mein allererstes Resident Evil, dieser Teil. Da war ich 12 Jahre alt. Viel zu jung, kleine Kinder, spielt sowas nicht. Aber ich war voll begeistert. Ein Kumpel hatte eine Playstation, hatte das ausgeborgt von einem erwachsenen Kumpel seiner Mutter oder so. Und ich habe gezockt und er hat zugeguckt. Dann kam diese Stelle, wo dieses Fieder vorbeikrabbelt. Ich habe es nicht gesehen. Dann hebt eben mal Munition auf. Jo. Und er so, boah, scheiße, was ist das? Ah, ah. Kriegt überventiliert total ab. Ich so, was geht ab, Alter? Ah, ah. Ich so, what the fuck? Aber naja, spätestens jetzt gleich habe ich auch erfahren, was da war. Tropf. Vielleicht sieht man es, also wenn man hört es auf jeden Fall. Und Jill moonwalkt da einfach mal hin. Jill? Ach, Claire. Legend, du Schnuggi. Alter. Da konnte ich gar nicht so schnell reagieren, weil die Framerate so unten war. Der war auch blitzschnell gerade. Ja. Übrigens, mein Lieblingsmonster im ganzen Resident Evil Universum. Was ist dein Lieblingsmonster? Boah, da fragst du mich was. Neben den Zombies natürlich. Oder welche machen dir am meisten Angst? Oder Angst in Anführungsstrichen. Krass fand ich in Resident Evil 4 die Regeneratoren am Ende im Labor. Also da gab's ja. Stellen, wo ich mit 14 wirklich die Konsole ausmachen musste, weil ich nachts alleine war und wirklich Schiss. Ich hatte wirklich Schiss. Es ist unglaublich, aber. Oh ja, oh Gott. Die sind auch bei mir mindestens. Oh. Ich gehe jetzt extra erstmal hoch. Erstmal hoch. Ich werde hier nämlich. Wie viel Kugeln fressen die? 20? Mindestens. Weil aber das ist allgemeine gute Taktik. Nutz ruhig öfter mal Türen, um abzuhauen oder so. Das brauchst du, glaube ich, auch. Warte mal, ich bin gerade überlegen, kommen die da wieder? Also bleiben die da erstmal in der Area, weil in den Safe-Raum rein muss ich ja im Prinzip. Die respawnen immer am gleichen Punkt, ja. Ganz typische Videospiellogik, glaube ich. Ich gehe aber trotzdem erstmal hier oben hin. Ja, du könntest ja auch erstmal Granatwerfer oder den Bogen holen oder so. Jo, und dann halt. Hier erstmal aufräumen. Jo, das halt. Mit der Pistole bist du relativ machtlos. Die rapen dich ja auf normal schon fast an der Stelle, wenn man nicht schnell genug ist. Ja. Das sind ja 5 Stück oder so da unten. Jo. Vor allem die Frau da ziemlich schnell und so. Übrigens das erste Resident Evil, wo es weibliche Zombies gibt. Vielleicht auch ein Grund für die Indizierung hier in Deutschland. Ja. So, ein Rätsel, was auf der PC-Version ein bisschen besser funktioniert, denn wir spielen auf 60 Hertz und ich finde den Konsolen auf 50 Hertz und die Information hat mir Chris zukommen lassen, aber ich klaue sie jetzt einfach mal. Und deswegen bewegt sich Claire hier ein bisschen schneller, aber Chris, es gibt noch einen weiteren Unterschied. Jo, geht alles ein bisschen schneller. Was meinst du? Ich meine das mit den Cutscenes wegdrücken. Achso, ja. Die Türen meinst du?
Ja, genau, die Türen und dass man die Cutscenes im PC-Spiel nicht wegdrücken kann. Genau, die Ingame-Sequenzen kann man nicht wegdrücken. Aber das hier ist echt ein Vorteil, alles geht ein bisschen schneller und flüssiger. Und die muss natürlich auch dann schneller reagieren, wenn er mal kurz davor ist, in den Arsch gefickt zu werden. Jo, was wahrscheinlich öfter vorkommen wird. Und das nicht, weil ich Kölner bin. Haha. First bad joke. Es geht endlich los. Jetzt bin ich drin. So, und ganz geheime Munition im Arsch der Statue. Haha. Tony's Arms. So. Übrigens ist das auch das allerkürzeste Resident Evil aller Zeiten. Warum nehmen wir dieses Spiel so an? Ich weiß es nicht, weil es einfach sweet ist, weil es einfach so... passt einfach irgendwie. Es macht einfach auch Spaß, hier Zombies wirklich abzuknallen. Also ich meine, in anderen Teilen macht es auch Spaß, aber hier hat es nochmal dieses... Ich weiß nicht, wenn du den Oberkörper abschießt oder die Arme abschießt, ist einfach geil. Ja, der Actiongehalt ist einfach ein bisschen höher als bei manch anderem Teil. Und noch allgemein, also bei mir war es so, als ich Resident 2 das zweite Mal richtig gespielt habe, habe ich auch abends angefangen und das Ganze bis morgens gespielt. Es spielt halt eben wirklich an einem Stück und du merkst halt eben auch, dass du so gegen Abend da reinkommst und dann kommst du, ja, morgens schon wieder raus. Genau. Du merkst einfach, wie soll das in einer gruseligen Nacht spielen? So, das Tagebuch. Verdammt, wie hast du mein Tagebuch da reinbekommen? Verdammt, blätter nicht zu in die Aha, it looks like I'm running out of options. Aha. Du magst diesen Regenschirm anscheinend sehr. Und wer ist diese Claire, von der du mir noch nicht erzählt hast? So, was haben wir? Ach, noch eine Einhorn-Medaille. Möchtest du mir nicht vielleicht doch irgendwas sagen? Und Katzen. Du Bückstück. Noch nicht. Erst wenn ich hier rausgehe. Noch nicht? Stimmt. Vergiss den Schrank nicht, du Sau. Bin dabei. Vergiss das Ventil nicht. Das kommt später. Ja. Weißt du, sollen wir es zeigen? Das, was sich hinter Weskers Desk verbirgt. Wenn du mutig bist, ja, dann probier's. Okay. Wenn wir da irgendwann mal hinkommen. Auf jeden Fall die Munition auch. Denn, Chris, während ich gerade auf dem Schüttungstasten drücke und unsere Zuschauer wahrscheinlich überhaupt keinen Plan haben, was wir gerade machen. Was machen wir gerade? Wir durchsuchen den Schrank 50 Mal. Was ist denn dann da? Kommen dann die geheimen Kondome von Wesker zum Vorschein? Fast. Aber was anderes kommt zum Vorschein. Und das möchten wir gleich zeigen. Die Kondome liegen wahrscheinlich direkt daneben. Ach, die liegen oben am Tisch drauf. Das ist Wesker. Der hat nichts zu verbergen. Mit dem Gleitgelände, Herrn. Ja, Maximum Size. Yeah. So. Und ich hoffe, ich drück's gleich nicht weg. Aber ich glaube, wenn ich den Raum geklärt habe und wieder zurück bin und den ersten Schlüssel habe, dann werde ich wahrscheinlich das erste Mal speichern. So, was haben wir hier Feines? Einen Film. Leider kein Video, sondern nur ein Bild, aber mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Werdet ihr wahrscheinlich im nächsten Part erfahren. Und ihr könnt jetzt schon mal ein paar Ideen äußern. Die Munition liegt da noch am Poster. Echt? Hinter dir. Ja. Ach stimmt. Kämpf zum Poster. Stimmt, genau. Hinterm Stuhl. Steamt. Boah. You will need every fucking bullet. Ja. I guess. Willst du mal aktuell... Also ich hab aktuell gute knappe 150 Schuss. Ich sehe schon alle 10 Minuten Munitionsbesprechung machen. Also was haben wir jetzt? Ah, ich freue mich schon auf die Fachsimpeleien. Ja. Ach schön. Warte, ich schau mal ob... Da müssen Spray drin sein. Guck mal genau auf die Tasche. Ich stehe genau davor. Was steht denn da? Erstmal was über die Cardboxes, warte. There are unopened cardboxes. It looks like a rookie's desk. Aber. Stück weiter rechts, Stück weiter links, kommst nicht an die Tasche daran. Ich komm nicht dran. Bei Leon ist dann Erste-Hilfe-Spray dran. Vielleicht okay. Geht's auch mit Leon. Schauen wir uns das mal im B-Run an. Wahrscheinlich, weil du in dem Tischen Erste-Hilfe-Spray gefunden hast. Ich glaube, bei Leon ist da keins. Da ist bei ihm nur, oder? Weiß ich gar nicht. Ach, egal. Ein Fax! Beep, beep. Wer schreibt denn in diese Uhrzeit noch ein Fax? Immer diese überarbeiteten Mitarbeiter. Wahrscheinlich ein Fan von deinen Let's Plays. Don't be ridiculous. Nein, bestimmt nicht. Die schreiben mir nicht. Nein, es ist Post. An Mr. Chris Redfield. Von...
Von dem guten Mr. Tendo, glaube ich. Jo. Oder? Tendo Gun Shop? Ich schau mal nach. Nee, der hat ja jetzt, der hat ja angefragt, ob er, hier die Investigation. Nee, Ah. Jack Hamilton, Section Chief. Also die, Ah, okay. an die Vereinigten Staaten, an das Police Department der Vereinigten Staaten. Weil der, Brian Irons den Police-Chef hier melden wollte. Wozu wir noch mehr erfahren werden. Ja. Und jetzt geht's erstmal zurück und ich hoffe, dass ich nicht von irgendwelchen Zombies zerfleischt werde. Denn ich habe nicht gespeichert. In meiner puren Intelligenz. Kam die Cutscene erst nachher? Wenn wir wiederkommen? Mit Sherry? Ja, allgemein hier, wo wir auf. Ach nee, Leon treffen wir erst da hinten. Stimmt. Richtig. Und wahrscheinlich haben wir Habe euch ich, jetzt ja. so viel gespoilert. Nein. Nee, wir sagen ja nicht, was ist so, was wir meinen. Genau. So ein Name hilft für die Leute, die es nicht kennen. Da kommt Sherry, ein netter Wein. Yes. Ja, und ein paar Kirschen dazu. Yummy. Sherry. Sherry, Sherry, Lady. Okay, damit habe ich jetzt noch nicht drei Viewer verloren. Boah, ist der ekelhaft, ey. So, wir gehen die Treppe runter. Oh, jetzt. Nein. Oh, dann zück mal den Granatwerfer, wa? Warte. Pass bloß auf, dass sie nicht das Gelände abschießt. Jo. Kommt der. Bam. Bam. Die tot? Vorsicht. Das ist die Nee, Frage, nee, war, die, ob die nee, nee, jetzt. nee, die waren nicht tot. Ob die jetzt 5 Granaten vertragen. Ich baller mal, sobald die kommt. Da, irgendwas krabbelt. Ja, ich weiß, Ja. warte. Bam. Fuck! Ah, lass mich los! Fuck. Ich komme Bam. nicht mehr raus! Scheiße. Oh, noch ein. Okay, drei Stück hintereinander, ey. Alter! Okay, so kann man auch Munition sparen. Hier müssten ja noch 2 Kräuter liegen, Jo. hoffe ich. Ja, das kannst du gleich mal nehmen, ja. Gott, ey, das wird echt schwer für den Endboss, Heilmittel zu sparen. Ja. Scheiße. Aber war wirklich. Obwohl wir ziemlich gut sind, wir müssten die meisten Endbosse ohne viel Energieverlust schaffen können. Zumindest im R-Run. Weil. Ein Versuch zu sparen. Ja, was wolltest du sagen? Weil, mehr ziehen die mir eigentlich nicht ab. Zumindest vielleicht ein bisschen mehr, aber die halten einfach viel mehr aus. Deswegen kassiere ich einfach auch mehr Hits. Ich denke auch. Und ganz am Ende, wo es eigentlich am gefährlichsten wird, hat man eigentlich die besten Und vor Waffen. allen Dingen Also. kann ich das speichern. Ja, das sowieso. Damn, Ich ey. glaube, ich speichere jetzt Dreimal auch erstmal. gebissen. Hier, das zeigen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Was ich ne. Genau, vielleicht im B. Vielleicht im B-Run. Ja, als ob ich das schaffe, ohne einen Schuss abzugeben. Welch nimmst du denn? Sicher. Ah. Warum nicht Schön. gleich nur mit dem Messer durchlaufen? Was wir gerade meinen, erzählen wir euch dann am Anfang vom B-Run. Ja. Worüber Annie gerade so sich empört. Herzerglück. Vergesst die Munition im Schränkchen nicht. Ja, ich weiß. Pass auf, ich bin auf Gelb. Eins oder zwei? Zwei, ne? Ein. Ein? Okay. Nimm eins. Wenn du grün bist, bist du grün. Dann musst du dich nur halten. Easier said than done. So, Munition. Jetzt sind wir bei 160. Aber Pistole habt ihr ja gesehen. Also sagen wir so, ich habe schon mit dem Granatwerfer meine Probleme gehabt. Also Pistole ist da wirklich teilweise echt nutzlos. Außer vielleicht bei Einzelnen. Zum Beispiel dem Police-Typen da gleich. So. Ich glaube, weg. Ja. Willst du es weglegen? Ich finde ja, Okay. ich find beim Licker ja noch eins. Gleich, wenn ich rausgehe. Da ich sowieso gespeichert habe, nehme ich einfach mal das Risiko jetzt an mich. Und wir zeigen jetzt auch erstmal, was auf Hast was. du gespeichert gerade? Nee, ich will erstmal zeigen, was auf dem Film ist. Ach so. Dumm. An wen aus dem Resident Evil Universum erinnert euch dieses Bild? Wenn ihr Resident Evil Zero kennt. Oder Resident Evil 1. Davon hat Andi, glaube ich, auch ein Let's Play gemacht. Ah nein, hat er gar nicht. Er hat die falschen Charakter dafür Aber du genommen. machst ja noch Chris. Ja, ich mache definitiv Und Chris. nein, das ist nicht das Bild von Chris, sondern von Rebecca Chambers. Und wir fragen uns, warum man 50 Mal den Schreibtisch untersuchen muss, bis man dieses Bild erst findet. Wesker, Und Wesker, warum Wesker. Wesker ein Bild von einer 17-jährigen bzw. 18-jährigen Frau in seinem. Oder die sieht viel jünger aus auf dem Bild, sogar noch, finde ich. So 15, 16 oder Die so. alte Pornoralle, ey. Dazu werden wir euch noch ein kleines Video verlinken, was wir am Ende dieser Sache parodiert haben, würde ich sagen. Jo, machen wir.
Denn wir haben auch, wir machen auch kleine Comic-Parodien von Resident Evil. Da wir aber aktuell monstermäßig überarbeitet sind mit Faulenzen, Zocken und Let's Playen, haben wir daran aktuell haben wir da keine Zeit für. Aber ihr könnt es euch mal anschauen. So, ich speichere jetzt das erste Mal. Create new. Puh. Die witzigen Save-Files, die man nirgendwo auf dem Rechner findet. Ja, wir haben nämlich versucht, dass er mir die Save-Files rüber schickt, aber keine Chance. Ich frage mich nur gerade, wie... Okay, naja. Machen wir erstmal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis gleich. Aufnahme beenden. Okay, sag an.